Menschen danken, die das hier ermöglichen, die Zeit, Geld, Energie hier rein investieren, um einfach ihre Meinung kundzutun. Und ich möchte auch den Beamten danken, die uns hier vor den Faschisten da hinten schützen. Und ja, das muss man einfach auch mal sagen. Ja? Ihr macht auch einfach nur euren Job. Ich weiß das. Ich kenne Polizistinnen auch privat, mit denen ich gut befreundet bin. Und ich weiß, wie ihr, wenn Feierabend ist, am Abkotzen seid. Ja, ich weiß das. Ihr erzählt mir das. Ihr habt die Schnauze auch voll. Und ich weiß, ihr habt alle Rechnungen zu bezahlen. Und wir haben vielleicht noch nicht den Punkt erreicht, wo auch ihr sagt, das geht mir jetzt zu weit. Aber wie ich sehe, werden wir immer mehr und wir werden den Punkt erreichen. Die kritische Masse ist bald erreicht und von daher werdet auch ihr euch bald Gedanken machen müssen, wo stehe ich eigentlich bei der ganzen Sache? Kann ich das von meinen Freunden, von meiner Familie, von meinen Angehörigen noch rechtfertigen? Und ich habe hier nichts vorbereitet, ich will das einfach mal so loswerden, warum ich hier, egal welche Meinung, nur wenn man zusammen in Dialog tritt, dann kann man auch irgendwie einen Konsens finden. Und ja, ich bin hier, weil Corona ist natürlich für mich mittlerweile zu einem Intelligenztest geworden, ja, und noch ist es so, dass die Masse auch besteht, aber wir werden mehr und wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Ich bin aber auch hier nicht nur wegen diesem Corona-Wahnsinn, weil ich habe das alles schon vor 6 Jahren geahnt. Da war der Moment, da bin ich wach geworden und seitdem bin ich immer wacher, also ich werde immer wacher und das hört auch nicht auf und das ist ein Samen, der wächst und wächst und wächst und immer mehr Leute finden diesen Samen in sich selber und beschäftigen sich einfach mit ein paar Themen, wo man damals noch als Aluhut, Spinner, Antisemit und sonst was gleichgeschaltet worden ist. Und das ist natürlich absoluter Bullshit, das mal sagen zu dürfen. Ja? Ich wusste schon vor Jahren von einem Jeffrey Epstein und so weiter und so fort. Ja? Pizzagate, ihr habt alle ein Handy, gebt einfach mal ein bei Google Pizzagate. Podesta Art, ja, und diese ganzen rituellen Missbräuche, die diese Satansanbeter, warum auch immer machen, ja, guckt euch das an und jeder, der ein Herz hat, ja, und sich das anguckt, der kann das nicht rechtfertigen, der muss hier auf die Straße für all diese Sachen, für Liebe, für all die Menschen, für die Kinder, die keine Stimme haben, ja, die totgemacht werden, ja, für all die Kämpfer für Wahrheit, ja. Für die müssen wir auf die Straße gehen, ja, und ich sage Nein zu Geheimgesellschaften, ja, Nein zu Atlantikbrücke, Nein zu Bilderbergern und wie sie alle heißen, ja, ich kenne wahrscheinlich auch nur die Hälfte, ja. Jawohl! Schließt euch den Widerstand an, mir ist völlig egal, ob links oder rechts, schwarz, weiß, ja, hey, ich kann die Flüchtlinge verstehen, die machen ihr Leben, die wollen einfach ihr Leben auch nur einfach besser machen, ich würde es genauso machen, aber ich bin dagegen, dass wir andere Länder ausbeuten, dass wir Waffen dahin schicken, ja, dass da... Ihr wisst, was ich meine, ja? Von daher, bleibt standhaft, informiert Leute. Wir werden mehr. Ich wurde jahrelang lächerlich gemacht, diffamiert und sonst was, ja? Aber ich freue mich so, euch hier zu sehen. Das gibt Hoffnung und ihr seid tolle Menschen. Und in diesem Sinne, macht's gut.